Willkommen zu Let's Play Kingdoms. Okay, das musste sein. Mir kam das gerade nur so spontan in den Sinn. Ja, wir waren da oben, haben den Typ getroffen, haben zwei Banditen getötet. Ja, jetzt sind wir fertig. Ich habe von Rotschopf erfahren, was geschehen ist. Dann raus damit! Rotschopf floh, weil er einen der Banditen erkannte und fürchtete, dass sie zurückkommen, um ihn zu töten. Nun, er hatte recht. Sie haben nach ihm gefragt. Wen hat er erkannt? Seinen Namen wusste er nicht. Einen hinkenden Kerl aus Uschitze. Gut. Da du schon so weit gekommen bist, kannst du dich auch in Uschitze umhören. Wir haben hier genug zu tun. Herr Ratzig wird dir mehr dazu sagen. Er will dich sehen. Also los, wenn du noch nicht bei ihm warst. Okay. Er ist halt hier. Gott segne dich. Was betrübt dich? Mein Herr, ich konnte eine Spur finden, die zu den Banditen führt. Ausgezeichnet. Bernhard berichtete mir bereits davon, aber ich möchte es aus deinem Munde hören. Alles oder nur das Wesentliche, Herr? Du entscheidest, was du für wichtig hältst. Es ist wichtiger, alles zu hören. Der Stallburschen aus Neuhof floh von dort und versteckte sich bei ein paar Köhlern. Ich muss sagen, von denen gibt es dort viele. Ich hätte nie gedacht, wie viele Öfen und Eisenschmieden sie beliefern müssen. Wohl wahr, aber bleib bei der Sache. Ja, Herr. Ihn zu finden war nicht leicht. Er hielt sich versteckt und das aus gutem Grund. Die Banditen wollten ihn töten, weil er einen von ihnen erkannt hatte. Erzählte er dir, was geschehen war? Er sagte, es war nicht eine Bande, sondern zwei. Die einen bekamen Angst, als das Gemetzel begann. Sie wollten wohl nur Beute machen und stritten mit den anderen Banditen. Sie gerieten im Wald aneinander und dabei wurde einer getötet. Der Rest verstreute sich. Konntest du herausfinden, wohin? Einer von ihnen ist aus Uschitze. Ich weiß genug über ihn, um ihn aufzuspüren. Gut, aber die Halsabschneider kennen ihn sicher auch. Wenn sie sich rächen oder ihn zum Schweigen bringen wollen, musst du ihn zuerst erreichen. Lass alles stehen und liegen und folge seiner Spur. Finde heraus, was er weiß und erstatte mir Bericht. Ich reite zu unserem Lager nach Merhoyet und kümmere mich um die Sicherheit der Region. Ja, Herr. Weshalb nach Merhoyet? Es liegt im Zentrum der Ereignisse, nicht wahr? Außerdem befindet sich dort ein weiteres Gestüt. Herr, glaubst du, sie werden das noch einmal tun? Das bezweifle ich. Alle sind jetzt in Alarmbereitschaft. Die abgelegenen Dörfer sind leichtere Ziele. Dort leben nur wenige Menschen, die auf ein großes Gebiet verstreut sind, und wir können nicht alle beschützen. Aber dort werden die Banditen kaum Silber vorfinden. Ein, zwei Groschen finden sich immer. Und etwas Essbares. Außerdem, wie viel Silber hat ihnen das Abschlachten der Pferde eingebracht? Wohl wahr. Sie hätten sie stehlen und verkaufen können. Das waren gute Tiere. Richtig. Es geht also nicht um Silber, sondern um etwas anderes. Aber um was? Tod. Um Angst. Sie wollen Angst schüren, damit niemand einen Mucks macht oder die Hand gegen sie erhebt, wenn sie kommen, um zu morden. Angst, die einen erstarren lässt. So wie ein Hase im Angesicht eines Habichts erstarrt. Unfähig, etwas gegen den drohenden Todesstoß zu unternehmen. Ich habe Neuigkeiten über die Untersuchung, Herr. Hab ich Gut. dir? Sprich. Die Spur führt nach Uschitze. Verstehe. Was noch? Mehr konnte ich nicht herausfinden, Herr. Nun gut. Okay. Dann hätten wir das hinter uns. Aber hier in der Nähe gibt es wohl noch ein A. Questlog. Karte. Sollte ich nicht hier irgendwo nachfragen? Uschitzke. So, warte mal. Questlog. Hauptneben. Okay. Muss ich jetzt jedem hier sprechen? Ich frage mal so ein bisschen rum. Dorfwohner gibt es hier nicht mehr viele. Hm.
Gibt es einen Schnellreisepunkt? Talenberg. Schnellreise. Talenberg. Oder, nee, ganz kurz mal warten. Ja, Talenberg ist der nächste Schnellreisepunkt. So, wie läuft denn das jetzt ab? Warte mal, wo lang muss ich denn eigentlich? Weiß leider nicht mehr. Ups. Komm halt auch nicht vor dem weg. Tja, ich werde hier sterben. Ah ja, treten. Das habe ich wieder vergessen. Kannst du mich nicht irgendwann mal in Ruhe lassen? Ja, komm. Was ist damit? Alternativ einfach wegrennen. Ja, kann ich irgendwie einen Köder auslegen oder so? Ah! Willst du mir jetzt also ernsthaft erklären? Oh, na komm, töte mich. Gut. Dann hätten wir das auch hinter uns. Hallo. Dann probieren wir jetzt noch mal eine Schnellreise.
Okay, da war jetzt auch ein bewaffneter Mann. Schön, ich bin in Thalenberg. Das ist schon mal nicht schlecht. Komme ich da rein? Scheinbar, ne? Mach mal so. Bin ich hier erwünscht? Scheinbar. Gut. Kann man sich hier irgendwo aufs Ohr hauen? Das würde ich echt beglückwünschen. Achso, nee, mein Schlafplatz war ja da drin. Das heißt, ich muss irgendwo draußen nachschauen. Kann ich hier irgendwo unten mich hinlegen und schlafen? Willst mit mir reden? Das ist der junge Bursche, der hier halbtot aus Skalitz ankam, nicht wahr? Genau der. Wieso fragst du? Die Burgherrin hat nach dir gefragt. Sie will dich sprechen. Ah, ich werde gleich zu ihr gehen. Danke. Tu das. Lass sie nicht warten. Okay. Ah, die will wahrscheinlich ihr Geld zurück. Wie viel habe ich denn? Ja, genügend. 400. Guten Abend. Ich bin ein gemachter Mann. Die Burgherrin wird wahrscheinlich hier drin irgendwo sein. Das sind alles Dorfbewohner. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo die Burgherrin ist. Hier darf ich scheinbar rein. Der Herr schütze dich. Was benötigst du?
Ich hörte, du willst mich sprechen, Herrin. Das stimmt. Du musst mir bei etwas helfen. Was kann ich tun? Meine Base, die junge Sophie, wird bald heiraten. Für sie beginnt ein neues Leben und ich will, dass sie einen herrlichen Tag hat. Ich brauche ein paar Geschenke für sie und du wirst sie für mich beschaffen. Herrin, aber warum ich? Ich würde ja den Kämmerer damit betrauen, aber er besitzt keinen Funken Geschmack. Ausgeschlossen. Und es heißt, dass du dich jeder Herausforderung stellst. Ist es nicht so? Ich würde gern helfen, aber im Augenblick geht... Ich muss sagen, du enttäuschst... Ich... Tu das. Möge Gott über dich wachen. Gut. Dann bin ich weg. Ich bin weg.de. Warte mal, hier unten gibt es irgendwo einen Schlafplatz. Ich sehe ein Bett. Darf ich etwa... Oh, geil. Endlich mal ein Bett. Und damit warte ich jetzt bis zum... ja. Dann schlafen wir mal ein bisschen. Dadurch geht meine Energie etwas hoch. Dann muss ich noch irgendwas essen. Dann bin ich glücklich. Aufstehen. Guten Morgen, liebe Leute. Einmal waschen. Man muss nicht immer alles provozieren. Neun von 14 hochgeladen. Ich produziere gerade wieder neue Parts. Yay. Ich bagge mich erstmal in eine Wand. Guten Morgen. Du hast noch eine Fackel dabei? Erstmal, hier ist ein Händler. Gott sei mit dir. Handeln. Wenn du Geld hast. Verkaufen. Dörrfleisch behalte ich. Getrocknetes Mehl. Ne, warte, wir machen das jetzt so. Waff. Den Knüppel behalte ich. Bei den Rüstungen. Der Waffenrock. Ist. Warte mal, was habe ich denn eigentlich als Pulli an? Das. Die hier weg. Ich habe zwei Silberringe. Cool. Ich nehme mal das Dörrfleisch mit. Immer schön alles mitnehmen und verkaufen, weil selbst
Warenkorb prüfen. Gut. Ich bin immer noch überladen. Wo kann ich sehen, ob ich überladen bin oder nicht? Da unten. Können wir handeln? Können wir handeln? Da ist das Gewicht. Was hat das höchste Gewicht? Eine Fackel. Also ich, höchste Gewicht, leicht gepolsterte Rüstung, das habe ich an, Wildschweinleder. Ja, du hast zwar nicht genügend Dingens, aber... Hallöchen. Und schau. Ja. Karte, wo bin ich denn genau hier? Die Quest ist da hinten irgendwo. An der Stelle, das ist jetzt eine kürzere Folge, weil ich jetzt aufs Klo gehe. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Irgendwas. Ja gut. Dann muss der Taskmanager ran. Ciao.